Herzlich willkommen zum neuen Video, wieder aus dem Wald. Wie ihr seht, Rucksack ist gepackt, Defense 4 ist, Defense 6 ist dabei. Und ja, in meiner Hand sind drei schöne Forellen. Ich habe hier Brot. Und das kommt heute Abend alles aufs Feuer. Wir haben auch noch Kartoffeln dabei. Das wird auf jeden Fall mal wieder ein richtig schönes, leckeres Essen. Bleibt einfach dran, lasst uns ein Like und ein Abo da, um einfach nichts mehr zu verpassen. Die Touren nächstes Jahr, die Fahrradtour. Genau, einfach abonnieren, lasst Liebe da. Und viel Spaß beim Video. Da hinten ist der Mond und im Hintergrund ist sogar noch der Sonnenuntergang. Und wir bereiten jetzt das Essen vor. Nur mit Lampen durch den Wald zu laufen. Kleine Nachtwanderung. Müssen auf jeden Fall ein bisschen Wasser holen. Und ob wir davon noch was retten können. Das ist ein schöner Steinpilz. Wir sind jetzt hier auf jeden Fall gerade am Wasser holen. Das hier ist ja wie eine Quelle. Also es ist eine Quelle. Hier läuft das Wasser komplett runter. Lukas steht da hinten. Ja, und dann gehen wir gleich wieder hoch. Und dann gibt's Essen. Wir sind gerade dabei, Holz zu machen. Und vielleicht die einen oder anderen kennt's. Wir sind in der Nähe. Wir schlafen nicht hier. Aber wir sind in der Nähe vom V-Shelter. Und übernachten tun wir aber weiter hinten. Ja, und so sehen die jetzt nach gut einem Jahr aus. Ist halt ein bisschen, ja, ein bisschen was kaputt gegangen. Ein paar Äste fehlen, aber an sich. Luca seins, es war ein bisschen kleiner, weniger windanfällig. Das steht noch. Dafür schneide ich hier von der Kartoffel so ein paar Stückchen, die kommen auf das Feuerholz und die kommen dann in die gusseiserne Pfanne. Ich habe jetzt soweit hier die Zwiebeln geschnitten und die Kartoffeln und Luca hat in der Zeit schon mal das Feuer zum Laufen gebracht. Und wenn ich jetzt schneide ich noch den Pilz und das Brot und dann kommt alles aufs Feuer. Auf jeden Fall durch die Butter. Das liegt halt daran, dass die Klinge halt so fein geschliffen ist. Und es ist halt auch viel dünner als das andere Bökermesser.
Aber es ist auf jeden Fall schärfer als das Bökermesser. Es fehlt so ein bisschen Gewicht. Aber an sich macht das schon echt Spaß hier so ein bisschen. Kann auch hier mit der Spitze gut arbeiten. So, ich muss jetzt irgendeine Konstruktion finden, damit der Fisch nicht vom Feuer fällt. Da habe ich mir gedacht, ich habe hier so einen Stock und biege den dann so auf und werde den dann von unten drunter stecken. Mal gucken, ob das Ganze funktioniert. Also mit dieser Doppelgabel funktioniert das nicht. Heißt, ich muss eine abmachen. Gucken, ob es jetzt reingeht. Ja, die Fische sind auf jeden Fall selbst gefangen. Letztes Wochenende war ich angeln. Blend auch nochmal. Es waren noch mehrere, es waren glaube ich 6 oder 7 Stück. Blend jetzt hier auch nochmal ein Foto ein. War nicht ganz durchgeschnitten. Ja, das wäre jetzt eine Option, den aufs Feuer zu machen. Und eine andere zeige ich euch gleich. Option Nummer 2 ist, wir legen den halt einfach hier in die Pfanne rein. Da habe ich jetzt hier so ein paar Kartoffeln, ein paar Zwiebeln. Und dazu kommt jetzt noch ein bisschen Butter. Ich habe mir die Butter hier in so ein kleines Döschen reingemacht. Und da ist halt gleich auch noch Pfeffer und Salz dabei. Dann habe ich das halt, habe ich nur eine kleine Tupperdose und trotzdem bisschen Butter dabei. Die kommen jetzt ein bisschen in den Fisch rein. Kleine Stückchen. Und noch der Rest kommt so ein bisschen außenrum, damit die Kartoffeln dann auch gut frittiert werden. So ist der Plan. Welche Option die bessere ist, entscheiden wir dann. Und je nachdem, welche Option besser ist, braten wir dann den letzten Fisch. Fische liegen beide im Feuer. Und wir warten jetzt mal 10-15 Minuten und dann gucken wir mal, wie weit sie sind. Hier haben wir die Forelle, schön heraufzieht hier, gerade liegt ja ins Gewicht. Und hier hinten sind die Kartoffeln und das wird jetzt verspeist. Dazu haben wir hier auch noch schön geröstetes Brötchen. Schon die zweite Portion am Gange. Wieder Kartoffeln drin. Da ist noch der andere Fisch, der braucht ein bisschen länger. Aber der wird jetzt auch aufgespießt und wir hatten noch vom letzten Jahr, hatten wir uns extra hier hingelegt, unter unser Holzscheitel. Hier noch den Grill raus. Der ist echt praktisch. Wir sind jetzt hier bei der Lagerstätte von Freunden von uns und ja, das sind die Jungs, die sind auch schon im Wald waren. Grüße gehen raus an Lukas. Und ja, wie ihr seht, sind hier jetzt Nässeschutzplane, Biwaksack, da hinten ist der Defense 6. Und Lukas schläft mit dem Biwaksack hinten an der Wand. Wir zeigen es euch gleich nochmal, wenn es fertig aufgebaut ist. Luca liegt schon im Bett. Luca schläft in dem Biwaksack und ich schlafe hier. Wir haben hier noch die schönen Petroleumlampen hängen und ich gehe jetzt mal im Biwaksack rein. Ich bin jetzt im Biwaksack, Luca liegt da und ich würde sagen, gute Nacht. Morgen. Morgen. Ja, wir sind hier am Camp noch und sind gerade am Abbauen. Und ja, die Nacht war gut. Ja. Und jetzt geht's weiter zum Abbau. Kurz Zeitraffer und dann wird gegessen.
Und wir haben ja gestern die Forelle hier liegen lassen. Wir hatten ja drei mit und das war die letzte. Und die haben wir halt so schön da hingelegt, hier auf den Stein. Und die geräuchert. Und ja, die wird jetzt zum Frühstück aufs Brot geschmiert. Und da ist das schöne Fischbrot. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Ja, das Brot ist Bauernbrot und der Fisch ist eine Forelle. Ich weiß nicht, ob ich es gestern gesagt habe. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Das war's mit dem Video. Liken und abonnieren. Glocke aktivieren. Und wir sehen uns in 2 Wochen zu einem neuen Video. Bis dahin. Ciao, ciao.